Shinichi Beast Spirit Evolution! Kaiser Leomann!
わけが来るさあ時立つ時場所へ向かい大空を突き抜けてく踊るように華やかに転んだら立ち上がって君はまた強くなるよ変えられない思いを胸に悔しけれ泣けばいい、また笑えるように。出口のない迷路はない。いつか光。Fake friends like shadows are always near.
at your brightest moments, but nowhere at your darkest hours. An outlaw's heart, back from trouble, chasing the demons in me, and my change is gonna come. Start.
Hallo Leute, nun kommen wir wieder zu meiner persönlichen Beurteilung und den Vergleich zur US-Version von der Asia-Version von Hybrid Digivolving Kaiser Leomon Asia. Ja, und da habt ihr wieder richtig gehört, denn wie ich schon zu Hybrid Digivolving Leomon Asia erwähnt hatte, ist auch mein Kaiser Leomon die Asia-Version. Aber zuerst ein paar allgemeine Informationen zu Kaiser Leomon. Er wird der tiefschwarze Löwe genannt und sein Körper ist mit einem einzigartigen Metall überzogen, das tiefschwarz glänzt und Obsidian Digichromstahl genannt wird und eine Art von Digichromstahl ist. Aus diesem Grund ist nicht nur seine Abwehrfähigkeit hoch, auch seine Körperpanzerung ist extrem scharfkantig. Man sagt, nachdem Kaiser Leomon etwas durchrannt hat, wird alles mit dieser ersten schwarzen Windböe zerstückelt. Hybrid Digivolving Kaiser Leomon war wie Loimon ursprünglich eine Figur, für die nur Bandai America die Spritzgussformen erschuf und es gibt dementsprechend, wie auch von Löwemon, keine japanische Version von Kaiser Leomon. Und es trifft für ihn dasselbe zu, was ich zu Löwemon bereits erläutert habe. Wahrscheinlich hat Bandai Asia diese amerikanischen Sets reimportiert, weil sie wenigstens in Asien veröffentlichen wollten. Und deshalb gab es auch von Kaiser Leomon eine offizielle Asia-Version. Wie ihr sehen könnt, verpackten sie auch Kaiser Leomon wiederum in Verpackungen, die den japanischen Versionen sehr ähnlich waren. Sie haben ihm lediglich ein anderes Grunddesign in der Farbgestaltung gegeben. Das Design ist, wie ihr sehen könnt, das gleiche wie bei Asia Loimon. Sonst gleicht die Front, die Seiten und der Deckel dem Design der japanischen Boxen. Nur die Rückseiten haben ein komplett anderes und auch einfacheres, mehr einheitliches Design. Und auf den Boxen sind außer der japanischen Schrift sehr viele Worte und Sätze in Englisch zu lesen, so wie auch die Beschreibungen englischer Sprache sind und die Digimon-Namen in unserer Schriftform geschrieben sind. Wobei hingegen fast alle Aufschriften der Digimon-Namen, die Digimon-Namen und die Beschreibungen bei den japanischen Boxen ausschließlich nur auf Japanisch waren. Bei Kaiser Leomon lohnt sich nicht nur die Asia-Version zu kaufen wegen des japanisch ähnlichen Boxdesigns, das wieder individueller auf die Figur und der Box abgestimmt ist. Nein, denn selbst einige Teile der Asia-Version haben mehr Farbapplikationen bekommen als ihre amerikanischen Originale. Und das finde ich schon etwas krass und natürlich ganz toll, dass man da sich nochmal solche Mühe gemacht hat, die amerikanische Farbgestaltung noch etwas zu verbessern. Denn im Vergleich zum sehr gut lackierten US Loimon fehlen bei US Kaiser Leomon wieder sehr viele Farbapplikationen an den Teilen. Besonders gut sieht man das an den Fußteilen, der unteren Vorderbeinpanzerung und den unteren Teilen der Hinterbeinpanzerung, die ziemlich unlackiert aussehen. Allerdings hat man es auch bei Kaiser Leomon Asia leider wieder nicht komplett getan, um an die Lackierung der anderen japanischen Versionen heranzukommen. Immerhin hat man die Produktbilder von Kaiser Leomon, des Spirits und des Spirit Standers als vollbemalte Versionen auf der Box gezeigt, wie es auch bei Asia Leomon der Fall ist. Während die zwei weiteren möglichen Formen, Raihimon und Ancient Fingsmon, ziemlich unlackiert und billig lackiert aussehend abgebildet worden sind. Keine Ahnung, was es damit wieder auf sich hat und ob es der tatsächlichen Lackierung der amerikanischen Version von Kaiser Leomon entspricht. Jedenfalls sehen die Teile von Kaiser Leomon auch mehr schwarz aus, obwohl die Figur bzw. die Teile in echt und im Original eher aus einem dunkleren braunen Basisplastik geformt sind und dies gilt auch im Übrigen für die US-Version. Asia Kaiser Leomon könnte aber dennoch etwas besser aussehen, wenn man alle herausgearbeiteten Details auch mit
dementsprechenden Farbapplikationen versehen hätte. Denn trotz, dass die Asia-Version mehr Farbapplikationen als die US-Version bekommen hat, sind dennoch viele herausgearbeitete Details leider unlackiert gelassen worden. Und das ist sehr, sehr schade, da es das Gesamtbild der Figur doch etwas negativ beeinträchtigt. Unterm Strich könnte er, wie gesagt, mit mehr Farbapplikationen noch viel besser aussehen, aber er sieht dennoch sehr gut aus und sieht zum Glück im Vergleich zur US-Version viel, viel, viel besser aus als diese. Auch die Details der menschlichen Basisfigur sind komplett unlackiert gelassen worden und für die Basis hat man matteres, braunes Plastik genommen, das bei den anderen japanischen Versionen mehr geglänzt hat. Das gilt übrigens leider auch für die braune Basisplastikfarbe von Kaiser Leomons Panzerungsteilen. Somit hat die menschliche Basisfigur das gleiche Aussehen wie die der US-Version. Allerdings hat man den Oberschenkelteil der menschlichen Basisfigur die gleiche, natürlichere Form wie bei Leomons Basisfigur gegeben, das auch hier wieder wirklich mehr nach einem akkurat geformten Oberschenkel aussieht wie bei der Basisfigur von Leomon. Wie bei den anderen Figuren dieser Serie kann man auch mit Kaiser Leomons Set mit Hilfe eines wieder etwas anderen Spirit-Gestells die Spirit-Form repräsentieren. In diesem Fall wäre es anstatt von Kaiser Leomon der Beast Spirit der Dunkelheit, der auch wieder sehr akkurat aussieht. Allerdings fehlen natürlich die goldenen Farbapplikationen, die auch an Kaiser Leomons Panzerung nicht lackiert sind. Und da an US-Kaiser Leomons Teilen noch mehr Farbapplikationen fehlen, sieht natürlich auch die US-Spirit-Form von ihm noch schlechter aus als die der Asia-Version von ihm. Des Weiteren sind beim Spirit-Ständer wieder weder die Linien noch die Schriftzeichen am Rand mit goldener Farbe lackiert worden. Auch hier finde ich wieder, dass der Spirit-Ständer selbst aus matterem schwarzem Plastik geformt worden ist, als bei den anderen japanischen Figuren dieser Serie. Für die Evolutionsszene habe ich wieder für eine schönere, akkuratere Darstellung die japanischen Spirit-Ständer von Agnimon und Vitramon benutzt. Des Weiteren gibt es am Spirit-Ständer keine Barcodes, wie es auch bei den US- und unseren Versionen der Fall war. Auch die US-Verpackungsversionen zeigten offizielle Produktbilder mit volllackierten Figurenversionen, die vielleicht die Prototypen waren, oder es wurde einfach mit Photoshop etwas nachgeholfen. Wie auch immer, keine Ahnung, das war aber eine ganz schöne Verarschung in Hinsicht auf das tatsächliche Aussehen der Figuren in der Box. Wie auch bei den Frontier Digi Warriors Figuren. US-Kaiser Leomon kam natürlich wieder zusätzlich mit den Kinderteilen für Koichi, die man anstatt der Digimon-Teile an der menschlichen Basisfigur anstecken konnte, um auch Koichi repräsentieren zu können, die Bandai America für Kaiser Leomon extra erschaffen hat, die aber wieder identisch mit denen der Loimon-Figur waren. Bei der Asia-Version sind sie hingegen den anderen japanischen Vorbildern treu geblieben und somit kam Asia Kaiser Leomon auch wieder ohne Koichis Teile. Übrigens, auch US Kaiser Leomon wurde wie Loimon nicht in Europa veröffentlicht. So, meine lieben Zuschauer, damit hätte ich auch wieder alles Wissenswerte zu Hybrid Digivolving Kaiser Leomon Asia erläutert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sage Tschüss und freue mich, euch beim nächsten Mal die nächste Figuren-Review dieser Serie präsentieren zu können, die dem japanischen kombinierten Spirit Evolution Aldamon gewidmet sein wird. Bis dahin, euer Mega88-1000. Hey guys! Now let us getting again to my personal judgment and compare to the US version of the Asia version of Hybrid Digivolving Kaiser Leomon Asia. Yes,
And there you heard right again, because like I mentioned about hybrid digivolving Loimon Asia already, is my Kaiser Liumon the Asia version 2? But at first some informations about the two name versions and some general informations about the character Kaiser Liumon. By the way, I think that his English name version was Jager Loimon, which would be also a cool name for him if you know that Jäger is the German word for hunter and the word Jäger is derived and an angelized version of the original German word Jäger. So his English name version could be also translated to Hunter Loimon. But Kaiser Liumon is his original Japanese name, and so the meaning of the two words are different. Because Kaiser is the German word for emperor. Kaiser Liumon is called the Jet Black Lion, and his body is covered in a unique metal which shines jet black and is called Obsidian Digizoid, a kind of chrome digizoid. For that reason, not only is his defensive ability high, but his body armor has a keen sharpness. It is said that after Kaiser Liumon runs through, everything will be cut to pieces by the first gust of that black wind. However, Kaiser Liumon was the same like the Loimon figure, originally one of Bandai America's molds, whereby there's also no Japanese version of Kaiser Liumon existing. So the same is true for the Kaiser Liumon figure what I already explained in the Loimon video. Like I said, probably Bandai Asia re-imported those two American sets because they maybe wanted to release them at least within areas of Asia. Like you can see, also Kaiser Liumon Bandai Asia repacked in boxes which design was almost similar to the Japanese boxes, and it is identical with the design of Asia Loimon's box. They just give them a bit different basic design in the coloring. For the rest of it, the box front, sides and the lid are correspond to the Japanese box design. Only the box backsides have a different, more simplified and unified design in compared to the Japanese box backsides design. Out of that, on those Asia box versions, there are B-sides of the Japanese words, very much English words and sentences to read, plus also the instructions are in English and the Digimon names are written in our writing. Whereby in contrary, on the Japanese box versions, where all of the label and the Digimon names and also the instruction sheets solely only in Japanese. By Kaiser Liumon, it not only alone worth to buy the Asia version because of the similar look to the Japanese box design, because also Asia Kaiser Liumon's box design is again more distinct, attuned to the figure inside, like it is common for the Japanese box designs. No, it also worth more to buy the Asia version of Kaiser Liumon because the ports of Asia Kaiser Liumon have more paint apps than their American originals. And I think this is sort of extreme and, of course, totally awesome that they chosen to put some more effort into it to improve the American coloring style. Because in compared to US Loimon, there are very much paint apps missing on Kaiser Liumon's parts again. Especially you can see this very well on the parts of his feet, on the lower front leg armoring parts and on the lower rear leg armoring parts, which looking like quite unpainted. However,
Like in the case of Asia Loimon, they not done in complete full coloring style for Kaiser Loimon Asia 2 to get closer to the paint job of the other Japanese versions. After all, they show the product shots of the figure of Kaiser Loimon, the spirits and the spirit bases full painted on the boxes, like in Loimon's case too. While the product shots of the other two further possible forms, Raihimon and Ancient Thingsmon, looking pretty like unpainted and cheap again. I have no clue what does it means. Anyway, the parts on this further two forms are looking again more flat in color, and also Kaiser Loimon's basic parts looking in the coloring more like black than dark brown, while they are really molded in real out of a dark brown basic plastic. This counts also for the US version. But also Asia Kaiser Loimon could look even a way better if they had colored all of those nicely carved out details on his armor parts too. Tough, the Asia version has more paint apps than the US version. There are much more nicely carved out details left unpainted, and that's a real pity because it affects the overall image of the figure in a bit negative way. Tough, he misses some paint apps. His overall image of the figure is very good. At the end of the day, you could say that a paint job could have been even much better if they had gave him more paint apps. Tough, he's still looking very good, and luckily much more better than the US version does. Also, all of the details of the human basic figure are again left completely unpainted, and they molded the parts again out of more flat plastic, which was more shinier by the other of the Japanese figures. By the way, that also counts sadly for the brown color of the base plastic of Kaiser Loimon's armor parts. So the human basic figure looks the same like its US version. However, the five parts of the human basic figure has the same, more natural shape, like it is the same on Loimon's basic figure, which looks here again really more like an accurate shaped thigh. Like by the other figures of the series, you can build up and represent under support with another spirit body, the spirit form, with Kaiser Loimon set too. In this case, it is instead of Kaiser Loimon, the beast spirit of darkness, which again looks very accurate. Tough, the spirit form, misses also those paint apps, of course, which were also left unpainted on Kaiser Loimon's armor parts. And because of the US version misses much more of those paint apps on the parts, has also the US spirit form a more worse look than the spirit form of the Asia version has? Furthermore, either the graphic characters or the lines on the edges of the spirit base are not colored golden again. Also here I think that they used for the basic plastic of the spirit base again less shiny black plastic. The Japanese ones of the other figure sets are molded out of a more shiny black plastic. For the evolution scene, I used the Japanese spirit bases of Agnimon and Vitramon for a nicer, more accurate look again. Out of this, there are also no barcodes on the bottom of the spirit base. Also for US Kaiser Loimon, the US box versions showed all the figures as product shots with full coloring, in contrary of the figure's real look inside a box. Maybe those images show the prototypes of them, or they got photoshopped to help them to look better. Anyway, I don't have a clue, but I definitely
fooled us totally with that again, the same way they fooled us with the product pictures of the Digi Warrior figure line of Frontier. Of course, also US Kaiser Leomon came again with those additional character shell parts for Koichi, which Bandai America created extra also for the Kaiser Leomon figure. Tough, they were identical with the ones of the Loyemon figure. You could attach those parts instead of Kaiser Leomon's parts on the human basic figure to be able to represent Koichi too. In contrary, by the Asia version, they were again uncompromised to the Japanese example of the other Japanese figures of the series, and so Asia Kaiser Leomon came not with this additional character shell of Koichi. By the way, US Kaiser Leomon, they don't release in Europe like Loimon. So, my loved viewers, with that I elucidated everything about you wanted to know about Hybrid Digivolving Kaiser Leomon Asia. I thank you for your attention, say bye, and looking forward to present you the next figure review of the series, which will be dedicated to Japanese Combined Spirit Evolution Eldamon. Until that, your Mega 88 1000.